Genau. Worum geht es heute? Wir wollen, oder wenn ich sage wir, wird das überwiegend ich sein, heute etwas über Atmung sprechen. Dabei möchte ich nicht unbedingt auf konkrete Atemwegserkrankungen eingehen, sondern gucken, dass wir einmal nochmal so eine Übersicht über das gesamte Themengebiet der Atmung erhalten. Ihr dürft gerne an diesem Vortrag auch aktiv teilnehmen. Wir haben aktuell etwa 25 Sekunden Verzug, deswegen wird es manchmal etwas hakeln, aber ich denke, dass wir trotz allem sehr gut damit klarkommen werden. Welche Themenbereiche haben wir uns heute vorgenommen? Ganz allgemein der übliche Dreiklang, den wir in jeder Form des Unterrichts hier, wenn es um medizinische Dinge, Erkrankungen und Organsysteme geht, haben, nämlich die klassische Einteilung, dass wir uns erstmal überhaupt anatomisch den Aufbau der betreffenden Organe angucken, dass wir uns anschließend über die Funktionen der Organe ein bisschen unterhalten und dass wir dann im Anschluss einmal schauen, wie sehen eigentlich Erkrankungen aus, was passiert, wenn diese Sachen schiefgehen. Genau, dazu habe ich eigentlich nur ein paar Bilder mitgebracht, an denen wir uns jetzt so ein bisschen entlang arbeiten werden. Fangen wir ganz vorne an beim allgemeinen Aufbau. Was ist eigentlich unsere Atmung? Dazu vielleicht vorneweg noch eine kleine Einteilung, dass wir das Ganze mal so ein bisschen einordnen. Viele von euch, die bei uns schon mal Lehrgänge besucht haben, insbesondere diejenigen unter euch, die den Sanitätsdienstlehrgang hatten, wissen, dass wir ja immer unsere schöne Buchstabensuppe kochen. Das heißt, wir haben unsere Abkürzungen, an denen wir immer arbeiten, die wir als Hilfestellung nehmen. Und ganz oben bei der Beurteilung vom Zustand des Patienten sind bei uns ja immer dieses BAK-Schema, wo wir uns fragen, wie sieht es mit Bewusstsein, Atmung, Kreislauf aus? Und wir haben unser ABCDE-Schema, wo wir uns so ein bisschen einteilen in verschiedene Kategorien, was für Probleme Patienten haben können an ihrer Gesundheit. Und ihr seht tatsächlich schon relativ zentral, wenn man das jetzt mal so in Summe aufrechnet, habe ich da 8 Buchstaben und von diesen 8 Buchstaben haben 3 tatsächlich direkt mit der Atmung zu tun. Zum einen im BAK-Schema etwas, das wir ja relativ früh immer kontrollieren bei Patienten, also klassische Auffindesituation des Patienten. Da liegt einer, wir wollen wissen, was ist nicht in Ordnung mit diesem Patienten. Wir machen anschauen, ansprechen, anfassen und prüfen dann eben Bewusstsein, Atmung, Kreislauf durch. Das heißt, von den Dingen, die wir da prüfen, ist die Atmung schon relativ weit oben und relativ hoch gewichtet. Gleiches gilt für das ABCDE-Schema, in dem es ja tatsächlich schon in den ersten beiden Buchstaben eben um Airway, also Atemwege, und B, Belüftung bzw. Atmung als solches geht. Dementsprechend ordnet sich das Thema des heutigen Abends ein. Relativ weit oben, eine relativ wichtige und grundlegende Organfunktion, Atmung und Atemwege. Wie sieht das Ganze anatomisch aus? Wir haben die Möglichkeit, wenn wir uns die Atemwege angucken, sie in 2 Bereichen unterteilt zu betrachten. Wir haben zum einen die Möglichkeit, das Ganze funktional zu unterteilen und wir haben die Option, das Ganze anatomisch einzuteilen. In diesem Falle vom Bild, was ich gemalt habe, haben wir hier eine klassische anatomische Aufteilung. Das heißt, wir haben unsere Atemwege in die oberen und in die unteren Atemwege geteilt. Ihr seht es selber am Bild. Die oberen Atemwege sind quasi alles, was wir so oben im Kopf und im Halsbereich haben, im oberen Halsbereich. Das heißt, unsere Nasenhöhle, der gesamte obere Bereich hinter unserer Nase. Wir haben den Rachenraum anschließend an eben diesen oberen Bereich und auch an unsere Mundhöhle. Und wir haben ganz unten als so zentrale Trennung den Larynx oder den Kehlkopf. Ich habe das Wort Larynx extra nochmal hingeschrieben. Viele von euch kennen ja unter unseren Hilfsmitteln den Larynx-Tubus. Der hat seinen Namen tatsächlich daher, dass er genau dort mit seinem letzten Teil zum Stehen kommt. Genau. Das sind die oberen Atemwege und dann spricht man bei allem, was danach kommt, also hinter dem Kehlkopf von den unteren Atemwegen. Das sind vor allem die Luftröhre als zentrale Leitungsbahnen für den Luftstrom. Dann natürlich die Bronchien, also vor allem der Hauptbronchus links und rechts. Das teilt sich dann ja unten einmal auf. Und dann noch immer weiter verzweigend Segmentbronchien. Das heißt, das kann man sich vorstellen wie so einen wunderschönen verzweigten Baum. Wir starten mit einem dicken, fetten Stamm, der sich aufteilt und aufteilt und aufteilt und immer weiter aufteilt,
bis wir am Ende bei den kleinsten Elementen ankommen, nämlich bei den Lungenbläschen. Da kommt auch gleich noch mit dazu. Genau. Diese Einteilung ist rein anatomisch. Das ist eine Einteilung, die trifft man, wenn man im Ernstfall so einen Menschen aufmachen würde und sich das anguckt als Anatom, wären das die Dinge, die man sieht. Das ist die eine Seite. Die andere Frage ist ja immer, wie sieht es auf der Funktionsebene aus? Das heißt, wenn ich mir diese Dinge jetzt aufteile in der Funktionsebene, was haben wir da eigentlich? Und wenn man sich das dann anguckt, stellt man fest, dass alles von dem, was ich gerade genannt habe, erstmal nur luftleitendes System ist. Das heißt, dort passiert erstmal gar nichts, einzig die Luft wird weitergeleitet bis eben genau in diese Lungenbläschen. Aus diesem Grund, weil eben dieses luftleitende System funktional für unseren Körper nichts tut, außer Luft zu leiten, aber eben nicht an diesem Gasaustausch, der ja so zentral in der Atmung ist, teilnimmt, spricht man auch vom anatomischen Totraum, also von einem Raum, wo Luft sich zwar bewegt, aber dem Körper effektiv nicht zur Nutzung zur Verfügung steht. Beim erwachsenen Menschen reden wir da von etwa 150 Millilitern. Also wenn man sich jetzt das so vorstellt, ein normales, gewöhnliches Trinkglas voll Luft ist ungefähr das, was wir hier in unseren Atemwegen haben, was aber uns nicht effektiv für den Körper zum Gasaustausch zur Verfügung steht. Und das heißt, die wahre Magie der Atmung, wenn man so will, passiert erst am allerletzten Ende, nämlich in den kleinen Lungenbläschen. Da habe ich hier mal so ein kleines Bildchen vorbereitet. Wenn man jetzt sich Lungenbläschen anguckt, wird man feststellen, dass die unheimlich fein sind und dass auch die Zellwand der Lungenbläschen unheimlich dünn ist. Und gleichzeitig, wenn man das so anguckt, sieht es fast aus wie so eine Weinrebe. Sind diese kleinen Bläschen, die fast aussehen wie Weintrauben, dicht umzogen von einem sogenannten Kapillarnetz, also von Arterien, kleinsten Arterien, Arteriolen und kleinsten Venen, Venolen, die sich um diese Lungenbläschen herum anordnen. Und genau an dieser Stelle, in diesen Lungenbläschen, passiert das, was eigentlich so die Atmung als solches ist. Das heißt, sauerstoffreiche Luft kommt herein in die Lunge, geht durch den eben genannten anatomischen Totraum, kommt am Ende an in den Lungenbläschen und dort kann der Sauerstoff über eben genau diese furchtbar dünne Wand der Lungenbläschen aus dem Innenraum der Lungenbläschen übertreten in das Blut, das dort entlang fließt. Das Blut im Gegenzug hat einen Haufen Kohlenstoffdioxid übrig und gibt diesen Kohlenstoffdioxid durch die gleiche dünne Zellmembran ab, wieder in die Lungenbläschen. Der Mensch atmet wieder aus und es geht Kohlenstoffdioxid raus. Auf diese Weise funktioniert eigentlich unsere Atmung. Wir atmen den Sauerstoff ein, er geht einmal rüber durch diese Wand der Lungenbläschen, wird im Blut aufgenommen, im Gegenzug wird Kohlenstoffdioxid abgegeben, das geht in die Lungenbläschen rein und wieder raus aus dem Körper. An sich eine furchtbar einfache Sache. Und damit haben wir eigentlich auch schon das Grundprinzip der Atmung wunderbar umschrieben und erklärt. Zusätzlich dazu gibt es natürlich noch weitere Stoffe, die durch die Atemwege aufgenommen werden können. Die Raucher unter euch werden wissen, wovon ich rede. Ansonsten gibt es genauso auch Stoffe, die durch die Lunge wieder abgegeben werden können. Das heißt, der Körper hat nicht nur die Möglichkeit, Kohlenstoffdioxid über das Atmen auszustoßen, sondern der Körper hat auch die Möglichkeit, andere Stoffe durch das Atmen auszustoßen. Wer schon mal jemanden mit einer furchtbaren Alkoholfahne gerochen hat, wird auch wissen, was ich meine. Genau. Auf die Dinge kann ich, wenn ihr dazu Fragen habt, später gerne auch noch eingehen. Ich möchte das jetzt aber hier erstmal noch nicht so sehr vertiefen, weil wir ja erstmal noch dabei sind, einen gewissen Überblick zu verschaffen. Genau. Damit sind wir eigentlich auch schon so ein bisschen durch, zu gucken, wie ist die Lunge aufgebaut. Bleibt noch eine Frage, wie funktioniert das Ganze jetzt auf der mechanischen Ebene? Dazu habe ich auch nochmal ein Bildchen mitgebracht. Ich hoffe, das kann man bei euch im Stream einigermaßen gut erkennen, dass es da diesen orangenen und blauen Bereich gibt. Der orangene Bereich zeigt die Lunge, wie sie ist, wenn man vollständig ausgeatmet hat. Der blaue Bereich zeigt die Lunge, wie sie ist, wenn man vollständig eingeatmet hat und soll so ein bisschen darstellen, dass die Lunge sich innerhalb unseres Brustkorbs auch bewegt bzw. vergrößert und verkleinert, um eben mechanisch diese Atmung möglich zu machen. Genau. Da wir an dieser Stelle ein klitzekleines bisschen Verzug in unserem Livestream haben,
gebe ich euch jetzt schon mal so eine kleine Aufgabe. Während ich gleich noch ein bisschen was zur Atemmechanik erzähle, könnt ihr schon mal anfangen, so ein bisschen aufzuschreiben, was für Dinge euch denn einfallen, wie man eigentlich Diagnostik an einem Patienten mit Atemproblemen durchführen kann. Also was für Dinge zur Diagnose kennt ihr, was für Möglichkeiten haben wir, wenn wir die Atmung eines Patienten untersuchen wollen, worauf können wir da achten, was wollen wir da wissen? Schreibt das schon mal in die Kommentare rein, ich komme gleich wieder darauf zurück. Zur Atemmechanik selber. Hier kommt so etwas, das ist in der aktuellen Zeit auch im Hinblick auf beatmete Patienten ein relativ wichtiger Punkt. Unsere Lunge selber macht eigentlich gar nichts. Die Lunge als Organ ist einfach nur mittig in unserem Brustkorb verbaut. Das muss man sich so vorstellen, wir haben ja auf der Innenseite des Brustkorbes unser Rippenfell. Und auf der gegenüberliegenden Lunge hat die Lunge ein Lungenfell und diese beiden Gewebe hängen aneinander. Es ist ein Hauch Flüssigkeit dazwischen in diesem Spalt, den man Pleuraspalt nennt, der dafür sorgt, dass das Ganze aneinander klebt. Nicht fest, aber es kann zumindest, wenn man ein- und ausatmet, auch immer so ein bisschen aneinander vorbeireiben. Das heißt, wenn ich jetzt einatme, die Lunge als Organ macht gar nichts, dann senkt sich das Zwerchfell ab, also das Zwerchfell als zentraler Muskel hier unten, senkt sich einmal ab und auch wenn ich einatme, spreizen sich meine Rippen, der Brustkorb öffnet sich so ein bisschen und weitet sich. Durch diese Weitung dieses Raumes in meinem Körper wird die Lunge, da sie ja innen anklebt, nach außen mitgezogen. Also die Lunge selber folgt einfach nur passiv der Bewegung, die ich durch mein Zwerchfell und die Rippenzwischenmuskulatur durchführe. Ausatmen ist eigentlich nichts weiter, als alle diese angespannten Muskeln zu entspannen. Das heißt, das Zwerchfell beult sich wieder nach oben, die Rippen bewegen sich wieder aufeinander zu, die Luft strömt aus, weil die Lunge passiv komprimiert wird. Letzten Endes nicht großartig anders als ein Blasebalg. Das ist die Atmung, wie sie funktioniert, wenn ich als Mensch selber atme. Demgegenüber haben wir zum Beispiel bei beatmeten Patienten das Problem, dass wir eben diese passive Tätigkeit der Lunge nicht mehr haben, sondern eben durch diese aktive Zufuhr von Beatmungsluft aktiv die Lunge aufpusten und dadurch erst im zweiten Gang Zwerchfell und Rippen auseinanderdrücken. Das ist auch einer der Gründe, warum Beatmung so ein komplexes Thema ist und warum auch bei Beatmung die Lunge Schaden nimmt, weil wir die Lunge da auf eine Art und Weise verwenden, wie es von der Natur eigentlich nicht vorgesehen ist. Genau. Das erstmal in aller Kürze zur Atemmechanik. Es gibt jetzt noch so ein paar Atemparameter, auf die man oder auf die ich eingehen möchte, dass man sich so eine Vorstellung davon machen kann, von welchen Dimensionen wir reden. Ich hatte ja schon gesagt, 150 Milliliter Luft ist der Totraum, also Luft, die nicht an diesem Gasaustausch teilnimmt. Die gesamte Menge an Luft, die ich beim Ein- und Ausatmen gewöhnlich bewege, beträgt etwa 500 Milliliter, manchmal auch 800. Jetzt kann man sich vorstellen, von 500 Millilitern, das ist so eine halbe Colaflasche von der Menge her, ist ein ganzes Glas Totraum. Also bleibt effektiv gar nicht mal mehr so viel übrig. Nichtsdestotrotz reicht das an Menge, die ich ein- und ausatme, um eben den Gasaustausch für meinen Körper hinreichend zu gestalten. Ein weiterer Punkt ist die Frage, wie oft ich eigentlich atme. Da hatten wir ja schon, oder das ist, habe ich gerade gesehen, in den Kommentaren auch schon mal angesprochen worden. Die normale Atemfrequenz eines Menschen in Ruhe liegt irgendwo zwischen 12 und 16 Mal die Minute. Je nachdem, in welcher Situation man sich körperlich befindet, wenn man zum Beispiel hier vorne im Livestream steht und einen Vortrag halten muss, dann kann das durchaus sein, dass die Atemfrequenz ein bisschen steigt. Wenn ich jetzt einen Sprint mache, steigt sie noch mehr. Aber im Großen und Ganzen in Ruhe etwa 12 bis 16 Mal die Minute. Wenn man jetzt so ein bisschen Kopf rechnen möchte, etwa 500 Milliliter bewege ich und etwa 12 Mal die Minute mache ich das, kann man sich auch errechnen, wie viel Liter ich in der Minute an Luft so bewege.
Ich werde es nicht verraten, ihr könnt gerne selber rechnen und dann auch mal unter euch vergleichen, ob ihr zum gleichen Ergebnis gekommen seid. Genau, ich habe gerade schon ein paar Kommentare gehabt oder ich kriege zumindest schon ein paar übermittelt zur Frage, was kann ich eigentlich machen bei einem Patienten mit Atemnot, um so ein bisschen zu beurteilen, was genau sein Problem ist, um zu schauen, wo das Problem liegt. Da hatte, glaube ich, Salah schon darauf hingewiesen, dass wir natürlich die Atemfrequenz überprüfen können. Völlig richtig. Das ist etwas, das wird sehr gerne übersehen oder auch nicht gemacht, aber bei einem Patienten kann man durchaus auch die Atemfrequenz des Patienten auszählen. Das funktioniert nicht, indem man sich zum Patienten setzt und sagt, atmen Sie mal normal weiter, ich zähle nur kurz mit. Damit verfälscht man die Messung, weil der Patient sofort anfangen wird, anders zu atmen. Aber man kann ja versuchen, unauffällig mal mitzuzählen, wie schnell der Patient so atmet. Letzten Endes funktioniert diese Zählung auch nicht anders als eine Pulsmessung. Man muss ja nicht eine Minute lang zählen, im Zweifelsfalle kann man sich auch 30 Sekunden nehmen und den Wert verdoppeln. Genau, also die Atemfrequenz ist eine Möglichkeit zu beurteilen, was für Atemprobleme ein Patient hat. Was eben auch schon angesagt wurde, ist Zyanose, das Wort ist gefallen, also eine Blaufärbung des Patienten oder eine bläuliche Verfärbung des Patienten. Das entsteht vor allem dann, wenn eben der Sauerstoff im Blut nicht mehr verfügbar ist und das Blut überwiegend mit Kohlenstoffdioxid gesättigt ist. Damit führt es zu einer Verfärbung des Blutes und dementsprechend verfärbt sich dann auch die Haut irgendwann. Das heißt, es ist ein Zeichen dafür, dass nicht genug Sauerstoff im Körper ist. Das ist Zyanose. Vom Wort Zyan, ich glaube, das ist altgriechisch für blau, aber nagelt mich nicht drauf fest. Ist eine Sprache, die hatte ich nicht in der Schule. Genau. Ansonsten sehe ich hier Atemfrequenz auszählen, Lunge abhören mit dem Stethoskop, genau. Also wir haben ja dieses, ich nenne das immer akademische Horchrohr, mit dem wir den Patienten abhören können. Das heißt, mit einem Stethoskop besteht die Möglichkeit, die Lunge eines Patienten abzuhören. Bevor man das macht, kann man aber auch einfach so hören, wie der Patient atmet. Das heißt, bei den meisten wirklich schlimmen Erkrankungen oder Problemen der Atemwege hören wir das meistens sogar ganz ohne Stethoskop. Das heißt, da kann man zum Teil schon auf Meter Entfernung hören, was beim Patienten nicht stimmt. Ob man zum Beispiel komische Atemgeräusche hört, also zum Beispiel, ob es bei der Atmung zieht, also so Luftstromgeräusche. Als schlechtes Beispiel, ich weiß leider nicht, wie gut das über das Mikrofon rüberkommt. Das kann man hören. Patienten, die zum Beispiel Wasser in der Lunge haben, da kann man tatsächlich so ein Brodeln und ein Blubbern hören. Das klingt zum Teil fast schon wie so ein blubbernder Teekessel und das alles schon ohne Stethoskop. Das heißt, man kann vieles auch schon ohne Stethoskop feststellen, einfach nur indem man mal hört, ob da irgendwas auffällig ist. Was hatten wir noch? Stethoskop, abhören, genau. Und die Frage kam auch, den Patienten einfach mal selber fragen, wie es denn mit der Luft ist. Also klar, man kann auch den Patienten selber fragen, ob es Probleme gibt. Das heißt, sich vom Patienten beschreiben lassen, wo jetzt das Problem hängt, ob der Patient jetzt das Gefühl hat, keine Luft zu kriegen. Es gibt ja auch viele viele Erkrankungen, die eigentlich gar nichts mit der Atmung zu tun haben, aber trotzdem als Symptom eine Atemnot zur Folge haben können. Also Atemnot zum Beispiel beim Herzinfarkt ist ja nicht selten. Genau. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen, dass ich meinen Faden wiederfinde, den ich eben noch hatte. Genau, Patienten fragen, was er sagen. Genau. Dann machen wir weiter. Ein Vorschlag, der mir auch gerade reingespielt wurde, ist Sauerstoffsättigung. Na klar, wir haben immer auch die Möglichkeit zu gucken, wenn wir die Geräte haben, was sagen eigentlich die Zahlen. Auch hier kommt immer wieder der Hinweis, egal was für tolle Geräte wir haben, um Werte beim Patienten zu erheben, verlasst euch nicht ausschließlich auf Geräte und Werte. Geräte können sich irren, Werte können verfälscht sein. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, ich weiß nicht, ob man mir mal unseren aus dem Off reichen kann, den Flyer? Ja, unseren Flyer. Ich weise nochmal auf unseren wunderschönen Flyer Ehrenamt hin, aber warum ich ihn zeige, wir können das Pulsoxy nehmen und wenn wir das Pulsoxy hier an der richtigen Stelle dran halten und ihn ein bisschen bewegen,
hat dieser Flyer eine Sauerstoffsättigung von über 80%. Und wir alle wissen, dass das einfach nicht sein kann. Damit will ich sagen, verlasst euch nicht auf Geräte, verlasst euch auf das, wie euer Patient aussieht, auf das, wie euer Patient auf euch wirkt. Das sind die entscheidenden Dinge. Genau, aber völlig richtig, wir können auch die Sauerstoffsättigung messen. Genauso wie wir mit verschiedenen Geräten auch die Atemfrequenz elektronisch messen können. Und wir können zum Beispiel bei intubierten Patienten tatsächlich auch die Menge an ausgeatmetem CO2 messen. Also auch da gibt es viele Möglichkeiten der Messung mit Geräten. Aber für uns das Wichtigste ist tatsächlich der erste Eindruck vom Patienten. Also wenn ich auf ihn zukomme, was sehe ich? Ich sehe einen blassen Patienten oder vielleicht sogar schon einen bläulich-zyanotischen Patienten. Was nehme ich wahr? Das heißt, ich höre vielleicht schon auf die Entfernung, dass irgendwas mit der Atmung nicht stimmt, weil die Geräusche komisch sind. Kann ich noch feststellen über die Atmung? Atmet der Patient furchtbar schnell? Atmet der Patient furchtbar langsam? Oder im allerschlimmsten Fall atmet der Patient gar nicht? Und was auch gerne wieder vergessen wird, was ist meine Umgebung? Also was für Dinge finde ich im Umfeld des Patienten, die vielleicht ein Hinweis sind? Klassisches Beispiel, ein Patient, der nicht mehr atmet und im Restaurant neben seinem Teller am Boden liegt und die umstehenden Leute berichten, er hat gegessen, hat angefangen zu husten, hat die Augen verdreht und ist umgekippt. Da kann man quasi aus der Auffindesituation sich schon einigermaßen denken, was das Problem ist. Nämlich, dass die Bulette vermutlich einfach noch in der Luftröhre steckt. Ich sehe gerade noch einen Hinweis Ultraschall. Ja, wir können auch Ultraschall an der Lunge machen. Führt hier jetzt, glaube ich, aber einen Zacken zu weit. Genau. Also so viel. Ich kriege gerade aus dem Off den nächsten Vorschlag, eine kleine Kamera in die Lunge schieben und gucken. Ja, Bronchoskopie wie Ultraschall, kann man machen, führt hier zu weit und bitte, bitte macht das nicht in der Unfallhilfstelle mit einer selbstgebauten iPhone-Kamera. Ich kriege gerade immer schönere Vorschläge, man kann noch weitergehen und eine Spiro machen, also natürlich Spirometrie, Funktionsdiagnostik an der Lunge, Lungenfunktionstest, sicherlich. Es gibt wunderschöne Dinge. Ich beschränke mich in der Regel immer auf das, was man gewöhnlich in der Unfallhilfstelle hat. Gerne hätte ich viele schöne Geräte in der Unfallhilfstelle, wie zum Beispiel Ultraschall und Lungenfunktion, haben wir aber leider nicht. Von daher, unsere Augen, unsere Ohren, unser Verstand und vielleicht noch ein Stethoskop sind unsere größten und besten Waffen und mit denen kommt man auch diagnostisch wirklich weiter, als man denkt. Von daher möchte ich die einfach so ein bisschen im Vordergrund behalten. Die Regie spielt mir auch gerade ein, dass alle Vorschläge aufgebraucht sind. Ich komme jetzt auch auf nichts mehr, was noch fehlen würde. Sollte noch im Verlauf etwas euch einfallen, könnt ihr es natürlich immer noch anmerken. Ich versuche das dann hier noch so ein bisschen einzuarbeiten. Ich höre gerade, es gibt Enttäuschung, dass ich invasive Dinge jetzt hier nicht behandeln möchte und davon abrate. Sorry. Wunderbar. Damit sind wir so ein bisschen durch den Aufbau der Lunge, die Funktionsweise der Lunge und Diagnostik an der Lunge. Das ist schon eine ganze Menge, die wir jetzt geschafft haben und führt mich nahtlos weiter zum letzten Kapitel des heutigen Abends, nämlich der Frage, was für Erkrankungen gibt es eigentlich und was für Ursachen haben diese ganzen Erkrankungen? Vorneweg steht bei uns ja sehr oft dieses Leitsymptom. Das heißt, wir starten einfach mal mit dem Leitsymptom Atemnot. Der Patient, die Patientin hat Atemnot. Und dann gehen wir langsam mal so ein bisschen durch, welche Probleme an der Lunge selber ursächlich sind für diese verschiedenen Erkrankungen, die hinter einer Atemnot stecken können. Dazu möchte ich einfach, weil das meiste sich genau dort abspielt, nochmal auf mein Bild von den Lungenbläschen zurückkommen. Ihr könnt ja schon mal so ein bisschen eine kleine stichpunktartige Themensammlung machen, was für Atemerkrankungen oder was für Krankheiten mit dem Stichwort Atemnot euch einfallen. Und ich gehe schon mal so ein bisschen darauf ein, wie wir uns denn von der anderen Seite, also von den auftretenden Problemen, an diese Erkrankungen annähern können. Wenn wir uns jetzt nochmal anatomisch der Lunge nähern und uns angucken, wie es hier aussieht und wie das Ganze funktioniert,
kommt man eigentlich zu dem Punkt, dass für eine Funktion unserer Atmung, für eine Funktion der Lunge, drei Dinge entscheidend sind. Zum einen, die Luft muss in irgendeiner Art und Weise rein und raus aus der Lunge. Man spricht hier von der Ventilation. Dann müssen wir dafür sorgen, dass eben dieser Gasaustausch selber stattfindet. Das heißt, Sauerstoff muss aus den Lungenbläschen rüber ins Blut und Kohlenstoffdioxid muss aus dem Blut rüber ins Lungenbläschen. Das heißt, es muss diese Diffusion stattfinden. Diffusion ist ja das Fachwort. Und als allerletztes muss natürlich auch das Blut um die Lungenbläschen herum zirkulieren. Das heißt, die Lunge selber muss durchblutet sein. Also man spricht davon Perfusion. Führt uns dazu, dass sich die Störungen an der Atmung immer auf irgendwie diese drei Probleme zurückführen lassen, nämlich auf die Ventilation, auf die Diffusion und auf die Perfusion. Ich nicke mal in Richtung der Regie, gerne. Ja. Genau. Das heißt, alles, was wir so an Problemen haben, lässt sich letzten Endes auf diese drei Dinge zurückführen. Ich sehe gerade, es kam schon die Frage, wie man denn irgendwie Atemnot und Hyperventilation auseinanderhalten kann. Wenn man jetzt überlegt, was ist eigentlich Hyperventilation? Letzten Endes ist Hyperventilation, also von den Wortstämmen Hyper ist, glaube ich, griechisch für viel und Ventilation, das könnte lateinisch sein für eben genau diese Atmung, bedeutet Hyperventilation nichts anderes, als dass ein Patient schnell atmet bzw. viel atmet. In diesem Falle zu viel. Wenn man jetzt überlegt, ich hatte ja gerade diese drei grundlegenden Probleme angesprochen, das ist ja eigentlich kein Ventilationsproblem, Luft rein raus funktioniert, es ist auch kein Diffusionsproblem, Sauerstoff rein raus ist ja nicht gestört und es ist tatsächlich auch kein Perfusionssystem, denn die Lunge ist ja nach wie vor durchblutet. Das heißt, das Problem liegt so ein bisschen an anderer Stelle und im Falle der Hyperventilation liegt die Ursache im Säurebasenhaushalt des Blutes. Das ist ein sehr komplexes Thema, das ich jetzt tatsächlich nicht angehen möchte, weil, glaube ich, keiner von uns so viel Zeit hat, insbesondere die Kamera nicht so viel Akku. Aber Kardinalzeichen der Hyperventilation sind zum einen, was man sofort mitbekommt, dass Patienten unheimlich schnell atmen und dass halt durch diese Veränderungen im Säurebasenhaushalt noch weitere Symptome dazukommen. Das heißt, hyperventilierende Patienten neigen dazu, diese sogenannte Hyperventilationstetanie zu entwickeln. Das heißt, die Muskeln fangen an, sich zu verkrampfen, die Finger ziehen sich zusammen, drehen sich nach innen. Je nachdem, wie ausgeprägt so eine Hyperventilation ist, kann das durchaus dazu führen, dass das Ganze auch mit den Füßen passiert und die sich verkrampfen und nach innen drehen. Das ist eigentlich dieses klassische Zeichen für eine Hyperventilation. Und in vielen Fällen ergibt sich tatsächlich die Verdachtsdiagnose Hyperventilation auch einfach aus den Begleitumständen. Also oftmals sind psychische Ausnahmesituationen oder psychisch angespannte Situationen Auslöser für so eine Hyperventilation. Dementsprechend ergibt sich eben zum einen aus diesem Erscheinungsbild der schnellen Atmung, möglicherweise dieser Verkrampfung der Muskeln und der Auffindesituation oder der dazugehörigen Gesamtsituation diese Verdachtsdiagnose Hyperventilation. Gut, ich kriege gerade noch so ein paar diagnostische Dinge nachgereicht. Röntgenaufnahme Thorax, sehr gerne, habe ich leider nicht in der Unfallhilfstelle. Wenn jemand ein Röntgengerät übrig hat, bitte an unseren Kreisverband. Und Perkussion kam noch als Vorschlag, also das Ausklopfen einer Lunge. Ja, auch das ist eine Möglichkeit zur Diagnostik. Völlig richtig. Gut, Hyperventilation haben wir jetzt tatsächlich sogar schon eine Krankheit oder eine Erkrankung abgehandelt. Genau. Ich würde an der Stelle einfach schon mal weitermachen und gucken, was wir schon an Vorschlägen von euch hatten an Erkrankungen. Ich sehe, es wurde Covid-19 vorgeschlagen. Das überrascht mich jetzt, damit hatte ich gar nicht gerechnet. Ja, können wir auch nochmal drauf eingehen. Ich würde jetzt tatsächlich versuchen, das Ganze nochmal anhand dieser drei Hauptstörungen abzuarbeiten. Das heißt, vielleicht mal vorne anzufangen, mit dieser Ventilationsstörung, also Störungen, wo eben dieser Luft-Rein-Luft-Raus-Austausch gestört ist. Da hatte ich ein Beispiel tatsächlich schon angemeldet, nämlich dieses klassische
Ah, ich sehe, es kommt gerade auch in den Kommentaren von Vivian. Genau, danke an der Stelle. Gutes Timing. Genau, dieses Verschlucken von Dingen. Also irgendwelche Dinge, die einfach die Atemwege verlegen. Und wir haben da, wo unsere Lunge funktionieren soll, ganz am Anfang schon ein kardinales Problem. Die Luft kommt nicht mehr rein und raus. Genau. Was haben wir da für Lösungsoptionen? Zum einen natürlich, solange die Menschen es selber noch können, versuchen, husten zu lassen. Husten unterstützen, Husten auch anleiten. Husten unterstützen bedeutet halt entsprechende Schläge auf den Rücken und im Zweifelsfalle das sogenannte Heimlichmanöver. Aus Infektionsschutzgründen kann ich das jetzt leider an niemandem demonstrieren. Ich reiche dann bei Gelegenheit ein Heimlichmanöver nach. Ansonsten gibt es da auch unzählige YouTube-Videos zum Thema Heimlichmanöver, falls ihr euch das angucken wollt. Heimlich genauso wie geheim. Und dann Manöver. Genau. Also Verschlucken von Dingen, verlegter Atemweg als ein zentrales Problem einer Ventilationsstörung. Genau. Danach wird es schon etwas lustiger. Diffusionsstörungen. Da kommen wir in diese gesamte Bandbreite von Gründen, warum dieser Austausch von Sauerstoff ins Blut und CO2 aus dem Blut wieder in die Lungenbläschen nicht funktioniert. Ein Hauptgrund dafür ist, dass diese Strecke zwischen Blut und Lungenbläschen, also diese unheimlich dünne Membran, aus irgendeinem Grund dicker wird. Das kann viele Ursachen haben. Das kann zum einen eine allergische Reaktion sein. Wer schon mal irgendwo auf irgendwas allergisch reagiert hat, der hat sicherlich mitbekommen, dass eine Kernreaktion jeder Allergie ist, dass Dinge anschwellen. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, dass in der Lunge es zu Schwellungen kommt, verlängert das natürlich den Weg, den diese Gase für den Austausch überwinden müssen. Dementsprechend können zum Beispiel allergische Reaktionen dazu führen, dass eben durch diese Schwellung zum einen dieser Austauschweg verlängert wird. Natürlich auch, da sind wir fast schon wieder beim Problem von davor, dass durch das Zuschwellen der Atemwege irgendwann keine Luft mehr rein und raus geht. Ein ähnliches Problem hat man zum Beispiel auch beim Lungenödem, weil ich sehe, dass das gerade vorgeschlagen wurde. Lungenödem ist ja nichts anderes als eine Wasseransammlung. Dabei ist das Wasser allerdings nicht im Gewebe selber, also es schwillt nicht diese dünne Zellschicht zwischen den beiden Bereichen an, sondern es sammelt sich Wasser in der Lunge und dann kann man sich natürlich vorstellen, wenn das Sauerstoffmolekül erst durch eine Menge Wasser durch muss, dann durch eine Zellmembran, um dann erst am Blut zu sein, ist der Weg länger und das Ganze funktioniert entsprechend schlechter. Das heißt, die ganze Oberfläche, die wir in der Lunge haben, an der dieser Austausch stattfinden soll, hat einfach eine dünne Schicht Wasser drüber und der Austausch funktioniert nur noch sehr gehemmt, sehr langsam. Es kommt nicht mehr genug Sauerstoff im Blut an, es kann nicht mehr genug CO2 ins Blut wieder abgegeben werden. Das ist so ein richtig schönes Beispiel für so eine Diffusionsstörung. Genau. Dann Perfusionsstörungen, vielleicht einfach auch nochmal allgemein gesagt. Was für Gründe kann es haben, dass nicht mehr genug Blut an der Lunge ankommt oder das Blut aus der Lunge nicht mehr abfließen kann? Die konventionelle oder eine der häufigsten Ursachen dafür ist tatsächlich, wenn die Lungenarterie durch irgendeinen Thrombus verstopft wird, das heißt, man hat so eine Lungenarterienembolie und der Blutzufluss zur Lunge wird einfach unterbunden oder eingeschränkt. Dann funktioniert zwar die Luft rein raus noch, es funktioniert genug Übergang im Lungengewebe, aber es fließt einfach nicht mehr genug Blut, um das Ganze dann aufzunehmen und im Körper zu verteilen. Jetzt sind hier in den Kommentaren, wie ich gerade eingespielt kriege, noch andere Vorschläge gekommen. Ich nehme das jetzt einfach alles mal so ein Stück weit auf. Was genannt wurde, ist Asthma. Letzten Endes ist Asthma so eine Kombination aus ungünstigen Faktoren. Zum einen kommt es eben zu einer vermehrten Schleimbildung in der Lunge. Das heißt, auf der Oberfläche sammelt sich Schleim an. Das macht die Diffusion natürlich schwieriger. Und es kommt zu einer Schwellung zusätzlich dazu. Das macht die Diffusion noch schwieriger. Und weil das alles nicht ausreicht, kommt als dritter Faktor beim Asthma dann noch eine Verkrampfung der Lungenmuskulatur dazu. Das heißt, diese kleinen Muskeln, die sich überall bei uns in der Lunge befinden, verkrampfen sich und drücken unsere Bronchien zusammen. Und aus dieser Kombination der drei Faktoren ergibt sich, dass der Asthmatiker nicht nur ein Diffusionsproblem kriegt, sondern eben auch ein Ventilationsproblem. Und man insbesondere beim Ausatmen beim Asthmatiker eben diese keuchende Atmung hören kann. Genau.
Jetzt sind auch noch, ich glaube, war da schon Lungenentzündung? Ich komme hier mit den ganzen Kommentaren. Ich versuche mich dran abzuarbeiten. Genau. Lungenentzündung, da können wir eigentlich genauso drüber reden wie zum Thema Covid-19, denn nichts anderes macht ja diese aktuell grasierende Krankheit, eine Lungenentzündung, beziehungsweise in dem Fall eine Pneumonie. Am Ende ist es auch im Wesentlichen das Problem der Diffusion, also der Patient mit einer Lungenentzündung, ob die jetzt von diesem SARS-CoV-2-Erreger verursacht wird oder von einem konventionellen Erreger, der sonst üblich war, spielt dabei gar keine Rolle. Es siedeln sich halt Keime in der Lunge an und der Körper fängt an, mit seiner Immunantwort eben auf diese Keime zu reagieren. Im Rahmen dieser Immunantwort kommt es halt zu Entzündungsprozessen, die eigentlich relativ ähnlich sind, wie es auch bei der Allergie passiert. Das Gewebe schwillt an. Es kommt auch begrenzt zu einer Produktion von Schleim, weil eben abgetötete Erreger und die Reste unseres Immunsystems dann dort als Abfall entstehen. Das heißt, wir haben in Kombination Anschwellen des Gewebes, Bildung von entsprechendem Schleim oder Eiter und dadurch eine deutlich verlängerte Diffusionsstrecke. Das heißt, dieser Sauerstoffaustausch kann nicht mehr richtig funktionieren. Das ist eigentlich so das zentrale Problem auch bei Covid-19 aktuell. Auch wenn der Erreger sich tatsächlich erst in den oberen Atemwegen ansiedelt, wandert er irgendwann halt runter in die Lunge. Und dort, weil eben, also letzten Endes ist das ein Problem im Bauplan unseres Körpers. Durch das Einatmen nehmen wir alles, was hier in der Luft ist, relativ ungefiltert direkt in uns auf und es landet direkt in der Lunge. Und in der Lunge trifft es halt nicht so wie hier draußen auf eine dicke Haut, die einiges abfedern kann, die einiges abhalten kann und wo so schnell nichts durchgeht, sondern landet in der Lunge eben auf dieser ultradünnen Zellschicht, wo Erreger extrem leichtes Spiel haben einzudringen. Deswegen ist die Lunge so ein bisschen der schwache Punkt unseres Körpers. SARS-CoV-2 nutzt das aus, allerdings machen das viele, viele andere Erreger auch. Sammeln sich in der Lunge an, leben dort glücklich, weil es feucht und warm ist, genau das, was Erreger gerne haben. Und der Körper fängt an, dagegen anzukämpfen, eben durch diese Immunabwehrreaktion, Schwellung und eben Schleimproduktion bzw. auch Eiterproduktion, die dann den Gasaustausch hemmen. Daher kommen die wesentlichen Probleme auch in der Atmung. Also das im Grunde genommen zur Lungenentzündung und auch zu Covid-19. Dann sehe ich hier noch andere Vorschläge. Ich hatte vorhin gesehen Lungenemphysem, Lungenfibrose. Die würde ich tatsächlich einen kleinen Moment außen vor lassen. Das sind ja eher Umbauprozesse in der Lunge selber. Also es gibt Erkrankungen, die dazu führen, dass eben die Lungenbläschen nicht mehr so schöne kleine Lungenbläschen sind, sondern dass durch Gewebeuntergang, durch Narbenbildung, durch verschiedenste Dinge diese Lungenbläschen kaputt gehen, das Lungenbläschen verschmelzen und irgendwann eben nicht mehr lauter kleine Lungenbläschen da sind, sondern fast schon Höhlen in unserer Lunge, über die es eben nicht mehr möglich ist, anständig den Austausch zu machen. Ich stelle fest, ihr vermutlich auch gerade, dass annähernd alles irgendwie in diese Diffusionsstörung reinfällt. Angenehme Ausnahme sehe ich gerade noch in den Kommentaren den Vorschlag Pneumothorax. Vielleicht tatsächlich eine ganz gute Krankheit, um den Bogen zu schlagen und mit ein bisschen was Lustigem, nein, Spannendem, also wie auch immer, Interessantem aufzuhören, genau. Ich mache es nicht besser, aber was soll's. Pneumothorax, was verbirgt sich dahinter? Ich hatte ja vorhin schon mal davon gesprochen, dass eben unsere Lunge dadurch funktioniert, dass eben Rippenfell, Lungenfell so aneinander haften an diesem Pleuraspalt. Wenn jetzt aus verschiedenen Gründen, manchmal kann das einfach so passieren, oftmals passiert das durch mechanische Wirkung von außen, sprich Gewalteinwirkung bei Unfällen oder auch bei Körperverletzungen oder auch bei Stichverletzungen, dass eben in diesen Spalt Luft reingerät und sich diese Verbindung löst. Dadurch, dass unsere Lunge so ein bisschen gummiartig ist und den Drang hat, sich zusammenzuziehen, fällt die Lunge dann zusammen, wenn diese Haftung verloren geht. Und nichts anderes ist ein Pneumothorax. Das heißt, der Lungenflügel, der sonst eigentlich glücklich innen an meiner Brust klebt, löst sich aus verschiedenen Gründen
und fällt in sich zusammen. Und jetzt könnt ihr euch natürlich vorstellen, wenn man die Lunge nicht mehr so schön aufgefaltet hat, sondern zusammengedrückt wie so ein Schwamm, den man gerade auswringt, kann da nicht mehr viel Gasaustausch passieren, kann da nicht mehr viel Ventilation passieren, kann da auch nicht mehr viel Durchblutung passieren, weil alles einfach komprimiert ist. Das heißt, wenn ich so einen Pneumothorax habe, je nachdem, wie doll dieser Pneumothorax ist, kann es sein, dass ein kompletter Lungenflügel bei mir nicht mehr an der Atmung teilnimmt und ich nur noch auf einer halben Lunge arbeiten muss. Das kann man überleben, das ist ausreichend. Es gibt Menschen, die nach Amputation mit nur einem Lungenflügel den Rest ihres Lebens gut klarkommen. Aber wenn das plötzlich passiert, ist man nicht darauf eingerichtet und kriegt Atemnot und ist tatsächlich auch ernsthaft krank, um ehrlich zu sein. Genau, diesen kollabierten Lungenflügel nennt man Pneumothorax. Jetzt gibt es noch eine Verschärfung dieses Pneumothorax. Wenn zum Beispiel durch eine Zerstörung am Lungenflügel selber so ein Ventil entsteht, dass immer, wenn ich einatme, noch mehr Luft in diesen Zwischenraum gepumpt wird, die dann aber nicht entweichen kann, sorge ich dafür, dass ich in dieser Höhle, die entstanden ist, immer mehr Luft ansammle und einen Druck aufbaue, der irgendwann sich sogar auf die andere Körperhälfte auswirkt und tatsächlich anfängt, mein Herz, meine Hauptschlagader und auch den anderen noch funktionierenden Lungenflügel immer weiter zur Seite zu drücken. Das nennt sich Spannungspneumothorax. Das ist richtig Leben, also Pneumothorax ist schon schlecht, Spannungspneumothorax ist noch viel schlechter, weil dann das bisschen an Lunge, was noch funktioniert, auch am Funktionieren gehindert wird. Beides sind massive und ernsthafte Erkrankungen oder Probleme der Atemwege. Tatsächlich kann man Maßnahmen ergreifen bei so einem Pneumothorax. Disclaimer, bitte nicht in der Unfallhilfstelle einfach so, sondern nur auf ärztliche Anweisung durch entsprechend ausgebildetes Personal kann man zum Beispiel Entlastungspunktionen tatsächlich Entlastungspunktionen durchführen beziehungsweise an bestimmten Stellen den Brustkorb aufschneiden und dafür sorgen, dass man diese Luft im Zwischenraum rauslässt. So, jetzt kriege ich gerade noch ein paar Kommentare eingesteckt. Bewusstlosigkeit im Falle des Bolusgeschehens. Wenn ich den Vorschlag richtig deute, geht es darum, zu versuchen, bei irgendeinem bewusstlosen Menschen mit Pupillenleuchte und Magilzange Dinge aus dem Hals rauszuprokeln. Tut mir einen Gefallen, lass das sein. Die Gefahr, dass man da Schaden anrichtet, ist deutlich größer, als dass man in irgendeiner Form zu sinnvollen Ergebnissen kommt. Wenn ihr einen Patienten habt, der bewusstlos ist, und möglicherweise auch nicht mehr atmet und ihr seht, die Atemwege sind in irgendeiner Art und Weise blockiert, entfernt alles, was ihr mit Fingern erreichen könnt und rausholen könnt, beziehungsweise bei Flüssigkeiten natürlich mit der Absaugpumpe absaugen. Aber versucht nicht tief in den Hals reinzukommen, um irgendwie Dinge rauszuziehen gewaltsam. Das als Maßnahme ist hochkomplex, das ist etwas, das sollten nur Menschen machen, die darin geübt sind, in Atemwegen rumzuprokeln, und das sind wir in der Regel nicht. Von daher müssen wir uns da auf Basismaßnahmen beschränken, nämlich das, was wir sehen können, entfernen, das, was wir absaugen können, absaugen, und wenn alles nichts hilft, bei Atemstillstand mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung beginnen. Alles, was tiefer, weiter und mehr drinnen liegt, ist eine Aufgabe für den Notarzt. Jetzt habe ich noch einen Hinweis, innere Blutung. Gute Frage. Rückfrage, wo? Also es kann ja an verschiedenen Stellen bluten. Da gibt es von oben bis tief drinnen ein paar wunderbare Klassiker. Ist jetzt tatsächlich kein klassisches Problem der Atemnot. Aber beispielsweise bei Alkoholikern kommt es sehr oft vor, dass sich so Krampfadern in der Speiseröhre bilden, das sind sogenannte Ösophagusvarizen, die zu einer massiven Blutung im oberen Gastrointestinaltrakt führen können. Das führt dazu, dass halt große Mengen an Blut oben in den Atemwegen auch sind. Diese Form der Blutung führt letzten Endes dazu, dass Menschen im schlimmsten Falle, wenn sie nicht vorher verblutet sind, an ihrem eigenen Blut ertrinken. Das ist nicht schön und auch ein nicht so schönes Erkrankungsbild. Das ist so die oberste Blutung, die mir spontan einfällt, wenn man jetzt Nasenbluten, das runterläuft, mal rausnimmt. Was tatsächlich passieren kann, ist, dass durch Schäden in der Lunge es zu einer Einblutung in die Lunge selber kommen kann, also dass man Blut in der Lunge hat. Im Ergebnis führt das dann meistens zu Bluthusten. Je nachdem, wie schlimm das ist, kann man sich das vorstellen, letzten Endes wie auch
ein Lungenödem. Also es ist dann halt Flüssigkeit in der Lunge, wo keine sein sollte, und diese Flüssigkeit behindert die Diffusion. Und ein weiterer Fall, das ist so ein bisschen ein Sonderfall von diesem Pneumothorax, ist der Hämatothorax. Das heißt, dieser Zwischenraum, von dem ich vorhin sprach, der wird nicht mit Luft gefüllt, sondern aufgrund einer Verletzung mit Blut. Hat effektiv das gleiche Ergebnis, je nach Blutmenge. Der Lungenflügel wird eben durch dieses Blut verdrängt und es kommt zu einer Einschränkung der Atmung. Hoffe, ich konnte da diese Frage zur Blutung hinreichend beantworten. Wenn ich darf, noch einen Kommentar schreiben. Ein paar Sekunden hast du noch. Nächste Frage: Chest-Ziel bei luftsaugenden Verletzungen am Thorax im Sanitätsdienst einsetzen. Ich weiß nicht genau, von wem dieser Vorschlag kommt. Wer bei uns Sanitätsdienst macht, der wird wissen, dass wir ein Chest-Ziel nicht standardmäßig auf dem Rucksack haben und auch im Rahmen der Sanitätsdienstausbildung nicht ausbilden. Grundsätzlich trefft Maßnahmen, an denen ihr ausgebildet seid und die ihr auch beherrscht, und benutzt Material, das ihr kennt und auf das ihr eingewiesen seid. Es gibt viele tolle Dinge in der großen, weiten Welt der präklinischen Notfallmedizin und auch in der klinischen Medizin und Notfallmedizin. Nicht alle davon sind sinnvoll im Sanitätsdienst anzuwenden, und im Zweifelsfalle, je nachdem, was der Patient hat, versucht euch so ein bisschen auch auf Basismaßnahmen zu beschränken. Also gerade im Bereich der Atemprobleme, zum Beispiel Lagerung, Patienten mit Atemnot, Knöpfe aufmachen, Atmung freimachen, Oberkörper hoch bei Atemproblemen, bevor ihr anfangt, Nadeln in den Körper zu stecken oder Dinge zu verwenden, auf die ihr nicht eingewiesen seid. Ich sehe gerade, es kommt noch eine Rückmeldung zur Blutung im Brustkorb. Ich fürchte, da müssen wir... Mein Teleprompter macht Dinge. Gibt mir eine Chance. Simon verknotet sich gerade die Finger an der Tastatur. Ich werde leider trotzdem nicht schlau aus dem, was da steht. Im Zweifelsfalle, Salah, wenn ich deine Frage zu Blutungen im Bereich des Brustkorbes nicht hinreichend beantwortet habe, schreib mir nochmal eine Mail, das können wir gerne auch nochmal separat klären. Oder aber wir führen noch ein kleines Fachgefecht in den Kommentaren dieses Videos da unten. Also ich weiß gerade nicht, wo der Bildausschnitt unten hier in den Kommentaren. Da können wir gerne auch nochmal ein bisschen weiterschreiben, wenn wir hier mit dem Livestream durch sind. Gut. Ich gucke mal auf die Uhr. Ich habe jetzt, glaube ich, schon viel länger geredet, als mir ursprünglich zugebilligt wurde. Deswegen frage ich jetzt noch einfach einmal ganz kurz, gibt es noch abschließende Fragen? Mir wird eingeblendet, es gibt keine mehr. Dann hoffe ich an dieser Stelle, dass euch so diese grobe Übersicht über Atmung geholfen hat, dass ihr euch vielleicht auch geholfen hat, euch an bestimmte Dinge, die ihr eh schon wusstet, wieder zu erinnern, dass ihr vielleicht noch 2, 3 neue Dinge mitgenommen habt. Ich danke für eure Mitarbeit und eure Aufmerksamkeit, trotz dieser erschwerten Bedingungen mit Livestream und Zeitverzug. Wünsche euch noch eine wunderschöne restliche Woche und freue mich darauf, euch alle nächsten Donnerstag wiederzusehen. In diesem Sinne, macht es gut, bleibt gesund, wir sehen uns.